Hey, Schorsch, Leute, willkommen zu dem neuen Schorsch zum Sonntag. Heute mal vor meinem Schreibtisch aus. Ich habe mir gedacht, komm, machen wir mal wieder ein bisschen, ein bisschen andere Position. Mal ein bisschen anders, mal ein bisschen hast du nicht gesehen. Und ja, was ist los und wieso, weshalb? Ihr wisst, was los ist. Zuallererst vielen Dank an unsere Patreons, bevor ich das hier ganz vergesse. Blende hier ein, bitte. Wirklich ein Riesendank an euch, dass ihr jetzt hier, dass aktuell so viele dabei sind, was das angeht. Und ihr mir da so gut unter die Arme helft mit, was das angeht. Und dennoch, jetzt was Streams und alles angeht, was Projekte angeht, komme ich heute noch zu. Aber erstmal zu einer anderen Sache bezüglich auch Fan-Gedingsen, Fan-Post basically. Man hat mir gesagt, der gute Dovo, um genau zu sein, hat mir gesagt, dass man Post quasi auch eine Postfiliale schicken lassen kann. Und wenn ich da angemeldet bin, dass sie mir das denn Bescheid geben und ich das dann abholen kann. Weil, wie ihr wisst, ich hatte vor Jahren mal, ich glaube es war 2014 oder so, hatte ich eine Packstation. Und die war genau neben meinem Arbeitsbereich. Von daher war das immer verdammt chillig, weil ich da einfach gesagt habe, oh geil, ich habe Post gekriegt, jetzt hier gehe ich einmal aus der Tür raus und da ist dann die Packstation. Die wurde allerdings niedergerissen, ohne dass man es gesagt hat, bekommen hat, wirklich. Und dann saß ich ein bisschen da und habe mir gedacht, ja well, I'm flubberfucked jetzt. Und deswegen habe ich es auch seitdem nicht wieder probiert, weil jetzt bin ich ja sowieso aus dieser Stadt, wo ich da arbeite, raus. Ergo, alles, was da gewesen wäre, wäre jetzt Blödsinn gewesen. Ich weiß, dass da noch eine andere Packstation gewesen wäre. Das Problem damit allerdings, ich hätte jedes Mal, wenn da irgendwas ist, hätte ich eine komplette Tageskarte ziehen müssen. Und die kostet irgendwie an die 6 Euro oder so. Weil eine Hinfahrt ist Großbereich und eine Rückfahrt ist genauso Großbereich. Also kann ich auch eine Tageskarte ziehen, da spare ich irgendwie 10 oder 20 Cent oder sowas. Auf jeden Fall war der Dovo so gut und hat mir hat auch gesagt, wir können das mal ausprobieren, weil ich ja gesagt habe, meine Maus ist mittlerweile uralt und ausgelutscht und ausgenudelt. Da hat er mir seine alte Maus geschickt, eine Mad Cats, wenn ich mich nicht richtig täusche. Oder so, irgend sowas in der Art auf jeden Fall. Und das Ding ist fucking super. Ich habe zwar noch nie in meinem Leben eine Funkmaus gehabt, aber das Ding funktioniert trotzdem super. Also vielen Dank an ihn. Und was das jetzt klar macht, es ist wieder möglich, Fanpost zu bekommen. Ich möchte allerdings die da mal ein bisschen einschränken, was das angeht, weil die letzten Male gab es immer so ein paar Problemchen, sagen wir mal so. Also eine Regel möchte ich jetzt mal ganz kurz in den Raum stellen. Keine Lebensmittel. Alles, was irgendwie konsumiert werden kann, bitte nicht. Das ist wirklich etwas, wo ich komplett ausschließen möchte, weil da gab es die letzten Male dann Probleme und ja, ist nicht schön. Ich möchte nicht ins Detail gehen, sagen wir es so. Deswegen, wenn ihr mir Fanpost zukommen lassen möchtet, bitte um Himmels Willen keine Lebensmittel. Sonst bin ich für alles dankbar, aber bitte keine Lebensmittel. Die Adresse kriegt ihr von mir, müsst ihr mir einfach anschreiben, wenn ihr da was losschicken wollt. Dann schicke ich euch die und dann, dann könnt ihr das tun. Sagt mir am besten Bescheid, wann ihr was losschickt, damit ich das auch im Auge behalten kann. Das sollte da irgendwas nicht hinhauen, dass man da denn nachhaken kann. Damit ich weiß, dass da was ankommen soll. Bezüglich dessen, vielen Dank auf jeden Fall Dovo für die Maus. Die tut jetzt schon einen super, super Job, auch wenn ich mich erstmal noch dran gewöhnen muss, jetzt eine kabellose Maus zu haben. Sniff, sorry. Für mich auch heute super merkwürdig irgendwie. Ich bin aufgestanden und habe das Gefühl gehabt, mir hat jemand mit dem Stiefel ins Gesicht getreten. Deswegen, ich wollte eigentlich ja heute Monster Hunter World zocken, weil es hat sich jemand in der Donation im letzten Stream, das war Dienstag, Mittwoch, pinnt mich da bitte jetzt nicht drauf fest. Auf jeden Fall hat man mich darum gebeten, oder Montag sogar, es kann auch Montag gewesen sein, dass ich mir davon Monster Hunter World hole, weil ich ja immer davon mal gesprochen habe, das sieht cool aus und hast du nicht gesehen. Und da hat man mir dann gesagt, ja, dann von der Spende hol dir das bitte. So I did. Ich warte allerdings immer noch drauf. Ich habe es, glaube ich, irgendwie Mittwoch oder so bestellt bei Rebuy und warte bis gerade immer noch. Also in meiner E-Mail stand irgendwie Samstag soll es ankommen. Guess what, heute ist Sonntag.
Und ja, wahrscheinlich kommt es morgen irgendwann an. Ich hoffe mal, will ich mal stark hoffen. Und dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Weil normalerweise wollte ich das heute und gestern gestreamt haben. Das hat sich ja dementsprechend leider erstmal verschoben. Dann ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt nur noch heute, Montag, Dienstag und Mittwoch Zeit zum Streamen. Und Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag bin ich gar nicht da. Da fahre ich nämlich weg und ja, deswegen, ich guck mal, was wir da, ne, da fahre ich mal wieder zu unseren Leuten und habe mir gedacht, gut, gönnst du dir mal Ruhe, Frieden, kein Stream und so. Und ja, da wird es also keine Streams geben jetzt nächstes Wochenende. Deswegen will ich noch so bis Mittwoch durchstreamen, also durchstreamen in Anführungszeichen, ne? Und dementsprechend noch was hochladen, natürlich, dass da auch ein bisschen Content da denn da ist. So. Ein paar Streams hochladen, also mein Hauptprojekt kommt wieder, so viel ist sicher. Nur das ist jetzt alles, ich möchte das nicht über einen Haufen werfen, also ich möchte das nicht überschlagen. Deswegen dauert es ein bisschen und dann kommt es, wenn es kommt. Denn noch eine Sache bezüglich meinem 3DS. Ich habe ja jetzt, man hat mir gesagt, man kann Save Gains von seinem 3DS beziehungsweise generell davon von der Konsole retten. Das ist allerdings ein bisschen komplizierter, als es aussah. Deswegen habe ich jetzt eine andere Option zurechtgelegt. Nämlich habe ich mir einen DS-Emulator zugelegt. Muss auch da noch ein paar Einstellungen machen, damit das auch tatsächlich nicht scheiße aussieht. Und dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Weil ich würde dann entweder den Vorgänger zu Spirit Caller machen, statt Spirit Caller. Also hier Nightmare Troubadour heißt der. Oder Stardust Accelerator. Das ist, soweit ich weiß, der... Also, es ist ein Story-Mode zu 5Ds. Nur, dass man halt mehr Impact in der Story hat. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so fast schon eine eigene Sache, wenn ich mich nicht irre. Aber das weiß ich gerade nicht. Ich habe es damals gespielt und das Endgame ist fucking brutal. Deswegen, es wird eine harte Nuss, wenn ich das mache. Schreibt es am besten mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was wir davon machen würden, weil ich würde gerne mal wieder sowas tun. Und was Pokémon Sonne angeht, ja, I'm still confuzzled. Das, so ein 3DS-Simulator ist komplexer, als man gedacht hatte. Ja, eigentlich habe ich mir das von Anfang gedacht, dass das nicht sonderlich easy wird. Von daher, das wird sich leider noch hinauszögern, obwohl ich es selber gern machen würde. Dann, ja, ich glaube, das war dann soweit alles, was ich zu sagen hatte und sagen wollte. Außer eine Sache noch. Heute streame ich nochmal Skyrim, weil einfach ich fühle mich heute, als ob man mir ins Gesicht getreten hätte. Das ist wegen dieser verkackten Umstellung auch, weißt du? Ich werde wach, guck auf die Uhr, denke mir, oh geil, das ist ja eigentlich eine chillige Zeit zum Aufstehen. Und dann realisierst du, scheiße, es ist schon eine Stunde später. Und ja, ich weiß auch nicht, ich bin heute aufgewacht mit dem Gefühl, dass mir irgendwer irgendwas um die Ohren gehauen hat and my fucking head hurts. Deswegen, ja, ich fühle mich heute auch ein bisschen groggy. Deswegen heute ein bisschen Skyrim nochmal. Ich weiß, es tut mir furchtbar leid, dass ich euch ständig mit meiner Skyrim-Sucht benerve, sag ich mal. Aber, ja, Skyrim ist mal, das ist, I love this game. Ich liebe es einfach. Es ist so ein tolles Spiel. Ich liebe es. Deswegen, es tut mir sorry. Absolut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas? Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Ich sag's ja, ich habe irgendwas schon wieder verplant. Doch, Overwatch. Ich habe gestern zusammen mit Hohl, haben wir uns in Overwatch wieder eingespielt. Das Coole war immer noch, dass Sui dann im Chat war und dann gesagt hat, ja, hast Bock mitspielen? Und dann so, ja, haben wir uns bei ihm auf seinen Server geflätzt und haben dann Overwatch mit seinen Leuten dann noch mitgezockt. Das war total cool. Also ich glaube, ich hatte selten so viel Spaß mal in Overwatch. Und da haben wir aber leider auch, um das Ganze gegenzuwirken, leider rausgekriegt, dass Hohl und ich nicht mehr zusammen ranken können, weil unsere MMR zu weit auseinander ist. Ich habe mich ja auf Platin hochgearbeitet und Hohl hat irgendwann ja keinen Bock mehr gehabt, was ich verstehen kann. Ich hatte auch am Ende keinen Bock mehr. Deswegen die einzige, soweit ich das verstanden habe, mit der ich aktuell Duo ranken könnte, wäre Lini. Aber dann sage ich mir irgendwie, das ist irgendwo nur der halbe Spaß. Hohl müsste jetzt quasi wieder so knapp Gold werden, damit ich mit ihm ranken kann. Sonst können wir das vergessen. Und das fucks me up. Deswegen überlege ich mir, ob ich das überhaupt komplett sein lasse. Und lieber dann
irgendwas mache, irgendwas Stream-Projekt-mäßiges anfange, wo ihr mehr Spaß dran habt, wo ich mehr Spaß dran habe und wo ich weniger Leute ermorden muss. Deswegen bin ich noch am Überlegen, wie ich das jetzt genau angehe damit, weil die Änderung ist ziemlich beschissen, wenn ich das mal sagen darf. Ich meine, klar, ich will nur meine Placements mit ihm machen. Ich will ihn nicht auf Diamond hochpushen. Meine Fresse, ich will selber nicht mal Diamond werden. Ich habe Platin erreicht, das genügt mir. Auf jeden Fall, das war's denn somit für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und sehen uns hoffentlich nachher in Himmelsrand wieder. Ja, und also ein Geherze. Euch eine schöne Woche und stand proud. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bye.